Also man kann nicht einfach mit Medikamenten in den Körper eingreifen und ein depressiver Mensch ist plötzlich nicht mehr depressiv. Das ist klinisch eben bewiesen, dass es nicht funktioniert, und da wollen wir eben wirklich auch Aufklärungsarbeit leisten einfach. Da gibt es auch sehr gute Studien, die das wirklich überprüft haben, und die besagen eben, dass man 8 Menschen mit Antidepressiva behandeln muss anstelle mit Placebo, und dann gelingt es bei einem, die Depression zu verbessern. Wenn durch die Antidepressiva dann eben Sexualität gar nicht möglich ist, dann ist das etwas, was eben auch den Heilungsprozess eben behindert. Und bei Frauen ist es eben auch so, dass sie häufig dann eben da im Genitalbereich eben taub werden. Das ist eben auch etwas, was eben so häufig beschrieben wird. Und die ganzen Studien mit Antidepressiva, die eine hohe Effizienz angeblich gezeigt haben, die hören eben nach 6 bis 8 Wochen auf, und dann hört eigentlich eine echte schwere Depression sowieso nicht auf. Und deswegen plädiere ich auch dafür, dass man immer nur langfristige Studien einfach nutzen sollte. Und die zeigen eben, dass man eigentlich mit Psychotherapie sehr viel nachhaltiger Depressionen bekämpfen kann und damit eben auch verhindern kann, dass immer so schnell wieder die Rückfälle auftreten. Was uns immer noch ganz wichtig ist, das ist wirklich, dass man ein bisschen auch daran erinnert, dass die Menschen auch davor lange Zeit gesund gewesen sind. Und wir gehen immer davon aus, eigentlich hat die Person doch eine lange gesunde Geschichte gehabt. Und da muss man ja anknüpfen und sagen, wie bist du damals damit angekommen, wie bist du damit rausgekommen halt. Und ein bisschen einfach wirklich sagen, in dir steckt das Potenzial, doch wieder gesund zu sein. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die nicht mehr so leichtfertig verschrieben werden und dass eben die Menschen auch, bevor sie die wirklich einnehmen, vernünftig aufgeklärt werden sollen.